Ah, jetzt sind wir wieder im Boxclub, sehr gut. Kann ich da mal schnüffeln, wo wir noch nicht geschnüffelt haben, und zwar... Ach nee, den quatsche ich noch nicht. Wir wollten ja die Schließfächer hier aufmachen. Gucken, was wir da drin finden. Er hat ja vorhin gesagt, er stieß durch den Fund das Tor zur Hölle auf. Loch und andere Gedichte, Abraham Greenberg. Okay. Ist ein tragbares Fitnesscenter bis zu 5 robuste Federn, um ihren Oberkörper zu stehlen. Ah! Ist die Frage, ist das trotzdem das, was er weggeschmissen hat? Und warum, wenn man jemanden erhängt, sollte man denn sowas wegschmeißen? Das ergibt ja keinen Sinn. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis. So. Das Hirn eines Rassisten ist so voller Hass, dass unwichtige Dinge nicht mehr reinpassen, so wie gesunder Menschenverstand oder Rechtschreibung. Doch dieser höchst kultivierte Autor hat den Fehler entdeckt und versucht, ihn zu korrigieren. Bin mir aber nicht sicher, was mir das Ergebnis sagen soll. Da hat er recht. Rassismus ist für einen Arsch. So. Jetzt kombiniert er. Sehr gut. Jetzt können wir mal schauen. Jemand hat einen Farbeimer in die Mülltonne geworfen. Das ist richtig. Weekly hat sehr eindeutige Fotos von Nashorn und dessen Geliebter gemacht. Das ist auch richtig. Jemand hat einen Farbeimer in die... Genau. Auf Yelts Spind sind rassistische Schmierereien. Okay, aber das passt. Ah, alles klar, okay. So. Also, Farbeimer kennen wir. Mary hat eine schöne, saubere Handschrift. Jawohl. Okay, wir müssen die irgendwie kombinieren. Aber jetzt muss ich selber mal überlegen. So, der trägt ein Kleeblatt. Steckt voller Überraschungen. Genau, und jetzt müssen wir den Expander finden. Wo war denn der? Ah! Also so viel ist ich klar. Bin doch ein der Expander Fuchs. In der Mülltonne ich bin gar kein Kater. Super. Und können wir noch weiter? Mary hat eine schöne, saubere Handschrift. Ah, okay. Jemand hat einen Farbeimer in die Mülltonne geworfen. Wirklich eindeutige... Das könnte man auch mal kombinieren, oder? Aber vielleicht auch andersrum. In die Mülltonne geworfen. Nö. Was haben wir denn noch? Weekly hat sehr eindeutige Fotos von Nashorn. Auf Jeltspind sind rassistische Schmierereien. Jemand hat einen Farbarm an die Mülltonne. Der Büffel aber trägt ein Kleeblatt an Revier. Wickler hat eindeutige Fotos gemacht. Jade spinnt den Rest des Schmier.
so funktioniert das nicht. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Hinweise. Jetzt gucken wir, ob wir das... da hat auch noch einer trainiert hier, ne? Mal reden mit. Das ging da vorhin. Boah, das sieht ja übel aus. Sieht aus wie Klabberleng. Danke, Mann. Ja, also, dampft der Typ hier. Was kannst du mir noch zu Duns Tod sagen? Also, nicht viel. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Was war Joe Dunn für ein Typ? Anständiger Kerl. Hast du die ganzen Slogans an der Wand gesehen? Diese Motivationssprüche? Joe hat wirklich daran geglaubt. An alle. Ja, scheint echt fair gewesen zu sein. Joe Dunn oder Joey Dunn? Hä? Den hat doch keiner Joey genannt. Seine Frau vielleicht, ja. Wobei die ja nichts mehr gesagt hat, als sie erst mal tot war. Ja, wo man Saxophon spielt. Er hat Saxophon gespielt, oder? Ja, ziemlich gut sogar für ein Weißbrot. Aber er hat dann aufgehört, als seine Frau gestorben ist. Ergibt keinen Sinn, was? Ich meine, nichts zieht die Bräute doch so sehr an wie Blasinstrumente. Warum aufhören, wenn man endlich wieder frei ist? Sein Sprüche sind aber nicht hellste Baum. Kerz am Baum. So, D. Was kannst du mir über Sonja dann sagen? Ganz schön scharf, was? Mir scheint, der Tod ihres Vaters setzt dir nicht allzu sehr zu. Also, sie gibt sich gern, betont cool. Das macht sie ja gerade so scharf. Ihr beide scheint euch zu verstehen. Tja, ich kenne sie ja auch schon, seit sie noch ein Baby war. Aber sie ist definitiv groß geworden. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie ans College gegangen war, vor etwa 4 Jahren. Dunn war kein Schwarzer, aber er hat dich und Bobby Yale hier trainieren lassen. Ja, das war der erste Boxclub ohne Rassentrennung in der Stadt, glaube ich. Aber nicht allen gefiel das, oder? Du hast die Graffiti gesehen, oder? Wenn ich diesen Wichser zu packen kriege... Verständlich. Hast du eine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte? Kein Schimmer. Du hast gesagt, Yale hat sich früher mal einer Gang angeschlossen. Weißt du, welche das war? Teufel nochmal, was weiß ich denn schon? Wir sind hier in New York City. Hier gibt's mehr Gangs als Einwohner. Jetzt ist aber sehr wortkarg. Angeschaut. Ich glaube, er könnte was mit O'Leary zu tun haben. Diesem Buchmacher. Bist du sicher? Yale hat ein paar düstere Jahre durchgemacht, keine Frage, aber Dunn hat wirklich einen anständigen Kerl aus ihm gemacht. Ich bin ja kein Detektiv, aber diese Spur würde ich nicht weiter verfolgen. Ja, nach der Laufbahn fragen wir Wenn mal. Wenn Yale gegen den amtierenden Champion antreten soll, hat er eine großartige Laufbahn vor sich. Er hat keinen Kampf mehr verloren, seit er Profi geworden ist. Der kleine Drecksack hat mich vor ein paar Jahren aus dem Anzug gestoßen. Ui. Kennst du welche von seinen Verwandten? Seinen Vater, Evanarius. Evanarius? Der Boxpoet? Ist er nicht verschwunden, vor 20 Jahren? Ja, und seine Frau, Bobbys Mama, ist kurz darauf gestorben. Dunn kommt er einem Verwandten noch am nächsten. Ein armer Kerl. Das erklärt Dunn auch, warum er diesen Gedichtband in seinem Spind hat.
Das ist ja übel. Erst der Vater ist verschwunden vor 20 Jahren, jetzt ist er verschwunden, wird gesucht. Ja, das ist aber seltsam. Ich lass dich dann mal lieber weitermachen. Alles klar. Das hat er sich vorhin schon angeguckt und da war noch ein Hinweis, den wir noch nicht hatten. Ich hab mal genau so einen Sandsack aus reiner Wut in Fetzen geprügelt. Sieht ja auch aus, als wenn er eine Miezekatze trainiert hätte. Tja. So, aber wir haben ja nur die rechten Spinde durchgegangen, ne? Das waren eigentlich hier links. Fällt mir gerade ein. Ohne Scheiß kein Preis. Ah, wieder eine Karte. Können wir wieder einkleben. Sehr schön. Da muss es aber viele Karten geben, ja. So. Jeder ist seines Glückes Schmied, doch nicht jeder hat sein schmuckes Glied. Da ist er bescheuert, dass es Sprüche gibt. Da war noch eine Tür. Je voller, je doller. Na. So, wir gehen aber trotzdem hier nochmal rein. Mal gucken. Ja, siehst du, wusste ich es doch. Ja, irgendwas übersehen. Ich übersehe immer was in so einem Spiel, weil ich echt keine Ahnung habe. Aber egal, wir kommen ja trotzdem voran. Arktische Nation schlägt wieder zurück. Rassisten glauben, dass Gott die Erde erschuf, damit sie allein von der weißen Rasse beherrscht würden. Ja, so ein Schwachsinn. Anführer der Extremistenorganisation stehen neben Arthur Tucker, dem knienden Hund, ein von 7 Mitgliedern, die bei den Unruhen verhaftet wurden. Mr. Tucker ist ein Amateurboxer, hat angeblich einen Polizisten den Kiefer gebrochen. Bastarde. Ja. Riecht nach Farbe. Oh. Der stolze Süden. Ich glaube, wir können jetzt mal wieder kombinieren. Aber guck mal. War ja klar. Das war der, den wir eben schon mal auf hatten, oder? Ja. Dann können wir auch wieder zurück hin. So, dann kombinieren wir mal. Gibt ja einen neuen Hinweis, der passen könnte. So, Weekly. Arthurs Tuckers Spind ist ein fleckiges Handtuch.
Tucker hat Yales Spind rassistisch beschmiert. Sehr gut, dann können wir das ja dem Boxer mal erzählen hier. Weil das ein Hinweis würde ihn bestimmt interessieren. Genau. Erzähl nicht mir alle mal. Sind da so liberal wie Dan. Ich weiß zufällig, wer die Spinde beschmiert hat. Arthur Tucker. Wusste ich's doch. Ich wusste, der war's. Dieser Wichser. Dem werde ich das Weiß rausprügeln. Ja, hau ihn mal richtig aufs Maul, hat er verdient. So, wir gehen mal nach oben und gucken mal, ob wir uns mit denen da noch unterhalten können. Ach ja, das, die Sprüche da oben kannten wir ja. Ah ja, da ging es aufs Dach, wo wir nichts gefunden hatten. Nö, da gehen wir mal wieder zurück, das hat nichts gebracht. So, wir sprechen jetzt mal mit den beiden da unten. Können ja mal ein paar Hinweise präsentieren. Gucken, ob die überhaupt im Büro sind. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen was.